Auf zu schreien, Baby. Ich habe andere Sorgen. Wie zum Beispiel Zunderbüchsen suchen. Gib mir Zunderbüchsen. Hör auf zu schreien. There should be more coop racks. Let me see. And one part aqua force. Was ist das denn? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Das scheint so eine Art Erinnerungsfragment zu sein. Zunderbüchse! Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug. Aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden. Und Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden. Und hoffe, dass es eine gleichmäßige Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade säurehaltig. Und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und sollte mit ihr äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden kann. Na, das ist doch genau das, was wir brauchen. Wissenschafts-Magic, um das Zeug loszuwerden. Zunderbüchse! Irgendwas war da drin. Und das gefällt mir nicht. Öl! Warte, da war was. Randale! Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. 4 verschiedene Chemikalien sind notwendig. Okidoki. Dann mal ab in den Weinkeller. Die Wüstendünen waren wie Wellen auf ruhiger See. Immer wenn die Karawane weiterzog, schien die Landschaft still zu stehen. Im Lager jedoch bewegten sich die Hügel. Halleluja! Weinkeller, verwende den Schlüssel an der Tür, um sie zu öffnen. Ah. Gut, dass wir den Schlüssel geholt haben. Eine Handvoll Sand rieselte von der bröckelnden Steindecke und drückte seine Hutkrempe nach unten.
Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam. Okay, ich werde verrückt, wenn ich keine Lichter anmache. Ja, wir... Irgendwas. Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln. Lösch für möglich die Laterne. Ja. Bin ich hier? Ich bin da drüben. What the fuck? What the? Wo läuft jetzt so ein Viech rum? Der hat aber zwei Arschbacken, wenn ich mich nicht verguckt habe. Bist du noch da? Hallo? Peter? Bist du der Peter? Peter? Alle suchen dich. Komm bitte schnell heim. Ach, lieber Peter. Oder bist du der Hans? Aber wer betrete ich den Flammenwerfer, wenn das nicht, wenn das der Hans ist? Hans! Hans, ich hab nur noch 10 Sonderbüchsen. Ich hab das Orpiment gefunden. Hans, bist du drüben im Zimmer? Hans? Hans, das ist nicht lustig. Hans, sei leise! Holy fuck! Hans, hol den Flammenwerfer! Das ist meine undurchdringbare Bastion. Da kommt niemand durch. Nicht mal der liebe Hans. Hans! Hans!
Hans, ich höre das Schlüssel. Einer geplatzt oder war kurz vorm Platzen? Hier ist ein Zettel. Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Wennerberg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte, dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel. Aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brandenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele. Vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand drauf. Wir stießen in einen Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körper Inneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Kacke. Nehme diese Box mit, die gibt mir Sicherheit. Sie gibt mir Sicherheit. Wenn hier etwas lauert, sieht es, die mich befreit. Ich nehme diese Kiste als meine Sicherheit. Als meine Sicherheit. Wenn hier etwas lauert, bin ich sicher, dass sie mich befreit. What the fuck? Toll. Bewusstlos und wer vorhin diesen Arschbacken-Heini gesehen. Toll. Und es liegt hier Blut. Zunderbüchse. Planken. Ein Hammer. So. Wie viele Zunderbüchsen haben wir noch? 7. Werden immer weniger Leute. Jetzt haben wir 8. Ich bin der Möbelpacker. Ich darf das. Muss nur gucken, ob sich hier irgendwas versteckt. Dann bin ich wieder da. Ach, guck mal. Hier ist noch.
Ja? So. In der Möbelpacker, ich darf das. So, jetzt gucken wir mal. Da haben sie nichts drauf versteckt, ne? Nö. Ah. So. Dann machen wir jetzt Platz. Schöne Geräusche. Hallo? Hallo? Ah. Fällt mir gerade ein. War eigentlich noch so ein offenes Fass oder sowas? Hier noch irgendwo so ein Fass. In der Ecke. Mal im anderen Raum. Hier. Ja, genau hier. Ah, da war Öl drin für meine Laterne. Hallo? Ist da jemand? Wo ist denn unser Heino hin? Unser Heino vom Dienst. Wir gucken mal, ob die was versteckt haben. Kubritz. Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Perfekt. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterladen öffnete, öffneten sich französische Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeiernden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Okay, okay, okay. Nicht gut. Au. Ja, bin ja schon weg. Leute, ihr müsst da runterkommen. Alles Labor. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Hortensa nach London. Blablabla. Spüre Vibrationen.
Ich bin nicht müde. What the fuck? Säuretopf. Ah ja, super. Wie gut, dass wir das hier schon gemacht haben, ne? Jetzt können wir das organische Gewebe entfernen. Er setzte sich bei der Kespa nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von der Stirn, bla bla bla. Holy fuck. Also. Irgendwas läuft da falsch. Irgendwas läuft da richtig falsch. Ah, stimmt, da dürfen wir nicht durch. Und da kommen wir und da wollen wir hin. Errungenschaft freigeschaltet, Alchemist. Toll. Raffinerie. Ich mache hier erstmal Schluss mit der ersten Aufnahmesession. Sollten 3 Folgen sein. Vielleicht auch 4. Muss ich mal gucken, wie lange die Aufnahme insgesamt geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.